Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Eine Tiefbohrung muss immer mit einer Bohrspülung gefüllt sein, damit ein gewisser Druck in der Bohrung herrscht, der das Bohrloch stabilisiert. Aber diese Einstellung des Druckes ist gar nicht mal so einfach. Wenn der Druck im Bohrloch zu klein ist, dann können von außen Öl oder Gas nachfließen, dann können wir also einen Kick bekommen. Aber wenn der Druck im Bohrloch zu groß ist, dann kann das Bohrloch aufplatzen, dann gibt es Frecks, die eben Risse im Gebirge darstellen, wo die Spülung verloren gehen kann. Beides ist nicht gut. Und deswegen müssen wir in der Praxis immer ein relativ kleines Druckfenster einhalten. Und damit wir mit unserer Bohrspülung innerhalb dieses Druckfensters bleiben, müssen wir die Dichte der Spülung, den Rohwert, präzise einstellen, dass die Spülung eben, wie hier gezeigt, oberhalb des Kickdruckes immer sich bewegt. Der Druck ist dann ganz einfach zu berechnen nach der Formel Druck ist Rho mal G mal H. Das ist der statische Druck in der Bohrung. Aber das ist auch wieder ein kleines Problem, denn wenn wir bohren, während der Bohrarbeiten soll die Spülung ja nicht statisch im Bohrloch stehen, sondern da müssen wir die Pumpen einschalten, damit sich die Spülung bewegt und das Bohrklein austrägt. Und wenn wir die Pumpe einschalten, dann bewegt sich die Spülung und dann ändert sich der Druck im Bohrloch. Der Druck wird größer und zwar um den dynamischen Druckanteil, der noch zusätzlich zum statischen Druckanteil wirkt. Es ist also ganz wichtig, dass wir den dynamischen Druckanteil auch kennen, denn sonst kann es passieren, dass wir hier gezeigt, wir die Frecklinie überschreiten und das Bohrloch kaputt geht. Diesen dynamischen Druckanteil kann man theoretisch berechnen, aber das ist ziemlich schwierig. Da muss man erst die Reynolds-Zahl berechnen, die Rohrrauigkeit abschätzen, den Filterkuchen abschätzen, wie dick der ist. Wir müssen wissen, wie viel Bohrklein in der Spülung ist und wir müssen noch berücksichtigen, dass die Spülung thixotrop ist. Das ist alles sehr, sehr kompliziert. Mit anderen Worten, den dynamischen Druckverlust zu berechnen, ist eine ziemliche Herausforderung. Aber die Tiefbohrer haben natürlich immer gute Ideen. Und zwar haben die sich ausgedacht, dass man diesen dynamischen Druckanteil ja vielleicht einfach als so eine Art zusätzlichen statischen Druck ausdrücken kann, der auch wieder mit so einer Rho mal G mal H Formel dargestellt werden kann. Und wenn wir das machen, können wir nämlich diese Formel noch ein bisschen vereinfachen. Und wenn wir jetzt die beiden Rohwerte, den statischen Rohwert und diesen gedachten dynamischen Rohwert zu einem Term zusammenziehen, dann nennen wir diesen Term ECD. ECD steht für Equivalent Circulating Density. Und dieser ECD-Wert ist genauso für den Druck im Bohrloch charakteristisch, wenn die Pumpe an ist, wie es der Rohwert für den statischen Druck im Bohrloch ist, wenn die Pumpe aus ist. Und deswegen ist der ECD-Wert, Pumpe an, und der Rohwert, Pumpe aus, ganz wichtig während der Bohrarbeiten und den muss man unbedingt überwachen. Und deswegen erstellen wir beim Bohren komplexer Bohrungen immer solche Loks, die hier zu sehen sind. In diesen Loks sehen wir in grün den ECD-Wert, der die dynamische Spülung repräsentiert, also Pumpe an, und in Rot den Rohwert, Pumpe aus. Und beide diese Kurven müssen sich immer in dem Druckfenster bewegen, was sich im Laufe der Bohrung immer ein bisschen verändern kann, so wie wir das hier sehen. Der ECD-Wert ist also eine wichtige Größe, die allerdings ziemlich schwierig zu erklären ist. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Und wer noch genaueres dazu wissen will, der kommt in unsere Vorlesung Tiefbohrtechnik 2 hier nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!